So, meine lieben Gruselfreunde, ich wage mich an die Outlast 2 Demo an. Den ersten Teil habe ich nicht gespielt, weil ich so eine Spiele eigentlich nicht mag. Also ich gucke gern zu, aber ich spiele sowas nicht ganz so gerne. Aber wenn es die schon mal umsonst gibt, dann werde ich die mir mal angucken. Und dann mal los. Jetzt schon zittrige Hände. Tja, muss gar nicht so lachen. Let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest. Oh, the fuck! Did you see that? We lost the engine. Fuck! Ich weiß, ob das die Demo ist, die ich auch in den Gameplays schon gesehen habe. Umgedrehtes Kreuz. Naja, war schon mal eine nette Begrüßung. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ist für mich komplettes Neuland hier. Ich hoffe, ich krieg's überhaupt hin. Ich entschuldige mich vorab schon mal für peinliche Aussetzer. Man! Es ist die Demo aus dem. Ja, die ich schon kenne. Vom Zuschauen. Aber wie gesagt, zu gucken, das ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes, als selber in meine Hand anzulegen. Schick aus. Mal ganz geil mit dem Mond. Lynn. Oder? Lynn! Lynn! Was stand da jetzt? Lynn! Achso. To turn on the night vision. Drücke R3. Ich weiß gar nicht, was man nicht. Ich guck mal. Gute Atmosphäre auf jeden Fall. Ist nur ein Spiel. Hauch von Parkour. Okay. Schnell zur Seite drehen. Kamera. Haben wir noch so irgendwas? Springen. Okay. Sieht schon nice aus. Ist auch für PS4, muss man sagen. Hallo? I'm lost and hurt. Wollen wir da überhaupt rein? Wenn man schon die Fliegen schwirren hört. Ich glaube nicht. Alter, ist das neblig hier. Schritte gehört. Oh, Scheiße. Ist das dunkel? Alter, Scheiße. Oh Gott.
die Nachtwischen eigentlich an? Ja, dann können wir die gleich anlassen. Schön, quietschende Geräusche. Is anybody there? Please. Ach, da wieder eins von den netten Kreuzen. Und ein... keine Ahnung was. Irgendjemand quatscht doch hier. Oder? Oder ist mal im Kopf? Ne. Schön, dass da jemand redet. Wunderbar. Jesus! Lynn! No! Ich weiß nicht. Wollen wir hier rein? Kann man hier rein? Nee. Um die Ecke. Alter, scheiße, ich dachte, da rechts wäre etwas gewesen. Geht die auf, hier die Tür? Nee. Scheiße, da hinten steht doch einer. Das nennst du ein Messer? Er ist weggegangen, ja. Er ist definitiv weggegangen. Er hat nämlich Angst vor uns, deswegen geht er weg. Ausgeweidete Tiere. Kreuze. Nicht Hakenkreuze. Sondern Kreuze. Ein Dreirad. Das heißt, hier müssen irgendwann mal Kinder aktiv gewesen sein. Oder vielleicht auch geistig kranke Erwachsene. Was stand da? Press to hide. Kann ich mich hier schon verstecken? Nee, komm, ich glaube. Ich glaube, wir sind sicher. Bin total sicher hier. Kann uns doch gar nichts passieren quasi. Mal, wir gehen immer weiter rein ins das Horrornest. Genau, schmeißt mir die Tür vor der Nase zu. Ja, hier können wir rein. Oder zumindest können wir mal klopfen. Hallo? Hallo? Na, das ist aber nicht der Typ, der vor uns stand. Der ist viel zu fett. Vielleicht hat er abgenommen, ja, stimmt natürlich. Na, höre ich hier gerade Schritte oder? Scheiße. Okay, ich will eigentlich gar nicht mehr raus aus dem Schrank hier. Scheiß Batterie ist so fast leer, oder? Zieht ja eigentlich mehr Akku, wenn ich das Licht anhab? Wahrscheinlich, wa? Ja, ich muss Batterien. Okay. Pass auf, wir machen die Tür erstmal hier zu. Und tschüss. Und wir holen uns eine Batterie. Hängt sich denn so ein Bild an die Wand eigentlich? Und ein bisschen Lektüre. Was lesen die Leute hier so? Tabellen. Komm, hier. Machen wir gleich mal neue Batterien rein. Kamera aus. Ansonsten ist hier nichts oder was? Das war's? Okay, dann gehen wir wieder raus. In die Natur. Ich sehe gar nichts. Von wo bin ich überhaupt gekommen? Von da rechts, oder? Scheiße. Mein Gefühl sagt mir, dass es hier hinten nicht weitergeht.
Guck mal hier, als wenn die hier Kinder geopfert hätten. Ein Altar, wie so eine Art Altar. Oder Gräber, ja. Okay, wollen wir nicht so lange den Akku strapazieren. Was ich richtig gesehen habe, war hier noch eine Tür. To open the window. Na. Ah. To enter the window. Ja. Achso. Ach du Scheiße. Das ist doch nicht der Wind, die geht immer wieder genauso auf und genauso zu wieder. Beziehungsweise jetzt länger. Scheiß auf den Wind, das ist nicht der Wind. Mach zu hier die Tür. Nee, nicht öffnen. Kacke. Was ist hier? Abstellkammer. Oh nee, hier gehen wir wieder raus. Ich will nicht mehr raus. Scheiße, Mann, hier, mach das Fenster zu. Oh, wer will denn jetzt aus diesem Haus raus? Beziehungsweise drin bleiben? Ich weiß nicht, ich will auch nicht drin bleiben, ne. Okay. Kurz und schmerzlos. Ja, wie so ein Pflaster, ganz schnell abgezogen. Und so wie es aussieht, können wir hier crouchen. Ein Schuss oder was? Schusswaffen, die Verrückten, die benutzen doch sonst immer nur Beile und Äxte und Macheten. Oder das war die scheiß Tür, die wahrscheinlich zugeknallt ist. Wollen wir mal die Kamera anmachen? Komm. Ein bisschen Batteriechen haben wir ja noch. Ach, schön, der Jesusfahrt. Ist doch wie Pilgern. Hier. Satanas. Ini. Mikael Dei. Okay, Satanas reicht mir schon. Satan ruht hier drin. Ja, ist doch schön. Achso, du kannst keine Latein. Ja, ich auch nicht. Satan ruht in hier. Er ruht hier drin. Ja, schön. Dann besuchen wir ihn nochmal. Scheiße, die Batterie ist auf. Ist wieder leer. Aber hier ist Licht. Blut. Teddybär mit einem Auge, eine zerrissene Kinderpuppe und ein Altar und ein weiß ich nicht was. Und hier brabbeln die wahrscheinlich dann ihre Verse runter. Ach, das heißt so viel wie Satan ist mein Gott. Tja, das ist so toll. Zig verbrannte Kinderleichen. Schaukelpferdchen. Gentle,
Scheiße, warum? Okay, das war kein Mensch. Scheiße. Meine Batterien sind auch gleich leer, Mann. Oh, leck mich doch. Oh, aber ohne siehst du gar nichts. Don't see a shit. Wir haben noch einen Ersatzbatterie dabei. Scheiße, was ist das? Nicht umdrehen. Sollen wir uns mal umdrehen? Nee, wollen wir nicht, oder? Ey, komm, wir gehen einfach geradeaus. Beziehungsweise, nein, da geht's nicht weiter. Eine Schule, ja, definitiv. Aber ich glaube, die hat geschlossen. Ich glaube, hier könnte ich mich nur verstecken. Nee. Komm. Eine katholische Schule. Mhm. Und eine Weltkarte. Von Juni 1992. Ein Overhead-Projektor, oh ja, an den kann ich mich noch erinnern. In der Grundschule hatten wir auch so einen. Polylux heißt das, ja. Okay, wir gucken nicht, okay. Dann gucken wir nochmal hier. Wirklich. Danke fürs Jessica. Aufmachen. And Lynn, this was Jessica's. Ah, ist der Typ irgendwie schizophren und wir spielen hier irgendwie seine Schizophrenie durch? So ähnlich wie in Layers of Fears. Ich habe ja den ersten Teil nicht gespielt. Ich hab ja überhaupt keine Ahnung, wo ist hier eigentlich. Oh. Weißt du, was scheiße ist, dass mein Akku hier auch immer weiter runter geht. Hier ist alles. Nein. Ja, komm doch. Los, los. Gott. Mann, Alter. Scheiße, Freundchen, ey. Oh, genau deswegen spiele ich sowas nicht, ey. Layers of Fear war ja schon. Hat mich ja schon, aber. Mann, mach die Tür auf, hier ist Licht. Komm, ey. Gut, wir verstecken uns wieder irgendwo. Oh Gott. Okay. Dann gehen wir raus. Ach, siehst du, rennen kann man auch. Meine Fresse, wo geht's denn jetzt hier lang? Hier. Guck mal. Hä?
Und weg ist er. Das war definitiv nicht menschlich. Nee, nee. Oh Mann, ey. Schule hat wohl geschlossen. Zu viel Schnee. Scheiße, ich mach einfach auf. Komm, ey. Ja, ja, Batterien leer. Ist gut. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Eine. Au, Alter. Jessica. Jessica. Jessica, ey. Ist bestimmt seine Tochter oder so. Vielleicht auch seine Freundin, ja. Finden wir auch noch eine Batterie hier irgendwo? Weißt du, die ist gleich leer. Ich. Okay. Oh Mann. Weißt du, das ist nicht gut. Ja, da gehen wir jetzt natürlich lang. Natürlich. Wieso nicht? Also, ich würde ja lieber. Oh Gott! Yes! Weißt du, das ist. Was ist hier? Ah, genau, hier wird bestimmt aufgehen, die Tür. Hier, Exit. Was ist hier? Notausgang. Raus. Wie wär's mit Verstecken? Ich weiß, dass es nichts bringt. Das Scheißspiel will uns genau dahin bringen. Ja, genau. Okay. Warum lange rummachen? Ja, genau. Alter. Was ist denn mit dir? Was hat er denn? Der sucht noch eine Freundin. Wo geht's lang? Ja, genau, zerhack erstmal die Frau da. Scheiße. Komm, 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 wach. Wir haben hier nichts. Ducken, ducken. Bringt das überhaupt was? Jetzt, wenn ich ducke, dann habe ich das Gefühl, ich komme gar nicht voran. Warum müssen die auch immer so unfreundlich sein, alle? Kann man nicht einfach mal in Frieden ein Käffchen miteinander trinken und einen Keks essen? Ja, Licht in die Lichtstrahlen rein. Komm, komm, hier, verstecken. Viereck. Ich mach scheiß Licht aus. Lauf einfach weiter. Lauf einfach vorbei. The princes of Babylon shall clothe themselves with trembling. They shall sit upon the ground. They shall be astonished. Ist der jetzt hier noch in der Nähe oder ist der jetzt. Wo ist er? Meine Fresse, der steht genau vor der Tonne, ey. Der soll sich verpissen, ich will hier raus und weiter. Ich hab keine Ahnung, ich geh jetzt raus. Komm, komm, ey. Wo überhaupt, hier ist noch eine Batterie. Nimm die scheiß Batterie. Hin zum Licht, ich weiß nicht, ob das so clever ist. Ich weiß auch überhaupt nicht. Geht's hier lang? Spring! Oh! Renne! Renn einfach.
Scheiß auf die Brille. Genau, genau, das ist Outlast 2. Also ich gucke da gerne wieder zu bei dem Spiel, wenn andere Leute das spielen. Naja, vielleicht spiele ich es auch selber, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Schon ganz gut. Ja. Also ich meinte, ich kannte ja schon die Demo von den Let's Plays. Aber so selber Hand anzulegen ist natürlich nochmal ein bisschen intensiver. Gut, liebe Freunde, so viel Gruselzeug wird es auf meinem YouTube-Channel nicht geben. Also genießt es, guckt es euch ruhig 2-3 Mal an. Lasst ein Abo da oder einen Kommentar oder ein Like oder wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten FIFA-Runde sicherlich mit ein bisschen weniger Aufregung oder anderer Aufregung. Bis dahin.